Ja, guten Morgen, da sind wir wieder zu Tor Nummer 2. Aber ich muss euch was von gestern noch kurz erzählen. Ich habe ja Uschi diesen wunderschönen Funko-Pop-Kalender geschenkt, mit diesen Mickey-Mäusen drin und sowas halt. Und sie hat ja gesagt, ich krieg auch einen. Und sie hat sich voll ins Zeug geworfen quasi für mich und hat mir was super Tolles natürlich gekauft. Also, wir haben ja auch noch einen Hund, ne? Der hat diesen Kalender hier gekriegt. Niedlich, ne? Fand ich süß. Ja. Mit Leckerchen und so. Wie sich's gehört. So ein richtig schöner Kalender. Und dann sagt sie, deinen habe ich in die Stube gestellt. Da ist er. Was soll ich sagen? Das ist mein Kalender. Mich hat schon gewundert, dass da 25 Stück drauf stand. Sie reißt die Packung auf. Oh, und wo sind denn die Kästen zum Rausnehmen und so? Oh, du hast Fragt schon sie welche dann. gegessen. Und ich habe auch schon welche gegessen. Aus Frust, ja. Also das ist mein Adventskalender. Aber immerhin, es kommt von Herzen. Ich habe auch was gekriegt. So, okay, damit ist die Reihenfolge zu Hause ganz klar geregelt. Uschi, Barney, unser Hund, und ich. Gar nicht Ganz wahr. weit unten tief. Ich hatte Aber gut. dein zuerst und dann erst Barneys. Den Kalender, der keiner ist? Ja. Ah, gut. Okay. Gut, dass wir das festgestellt haben. Heute haben wir für euch DC-Figuren. Zeige ich euch gleich. Zum super Schnäppchenpreis. Die kosten so im Internet ungefähr 20 Euro, habe ich gesehen. Da haben wir hier den Riddler, ne? Dann haben wir einen Nightwing. Dann haben wir Batman aus Stahl. Dann haben wir Batman in seiner ursprünglichen Form. Und dann haben wir den Joker hier. Jeweils für 10 Euro. Im Internet, wie gesagt, kosten sie so 20 Euro ungefähr. Die billigsten 15 Euro habe ich gesehen, aber da fängt es erst an. Also, wir toppen jeden Internetpreis damit. Sensationell, oder? Und dann gab es noch diese kleinen Figuren hier. First Edition Figuren. Warte mal, ich schiebe das mal ein bisschen zur Seite hier. Da haben wir noch Robin. Dann nochmal den Joker. Dann nochmal den grauen Batman halt. Nochmal den Riddler. Und hier heißt der Batman Bat-Tech Batman. Sensationell, was es nicht alles gibt. Diese kleinen Figuren hier, die werden für 6 Euro, könnt ihr die haben. Also absolute Schnäppchenpreise. Ja, das war unser Adventskalender-Ding. Und jetzt muss ich euch noch sagen, was wir noch an Kartensachen gekriegt haben, weil heute ist natürlich auch noch Magic-Turnier. Das spielen wir heute mit diesen Jumpstart 2022. Die sind auch ganz neu rausgekommen. Ab 16 Uhr, wer Bock drauf hat, jeder kauft zwei Päckchen davon und dann kann man damit spielen gegen den anderen. Dann hat man praktisch einen Starter, der kommt schon komplett. Das ist sehr praktisch auf jeden Fall. Dann ist gekommen, ganz neu, One Piece praktisch das allererste Set. Nach Jahren wieder. Weiß nicht, wann waren die anderen mal. Das waren 90er Jahre oder sowas halt, ne? Ja, 99. Genau, da haben wir noch diese ganz alten Packs zum Teil liegen. Aber das ist das ganz Neue. Da kostet halt ein Booster ein Fünfer und so ein ganzes Paket 99 Euro. Dann gab es auch noch vier Starter dazu. Haben sie auch so nummeriert. Starter 1, 2, 3 und 4. Das geht jeweils nach den Farben, wird wahrscheinlich gespielt. Und passend dazu gab es auch noch die Hüllen praktisch hier. Grün zu grün, die roten, lila und blau. Schick, da haben sie sich was einfallen lassen, ne? So ein Starter kostet halt 15 Euro. Die Hüllen, ja gut, die sind nicht billig. Die kosten 8 Euro. Da habe ich mich auch gewundert, dass die so teuer sind. Aber gut. Wenn einer One Piece-Fan ist, denke ich mal, spielt das keine Rolle. Und dann haben wir noch. Habe ich was vergessen? Genau, aber das kann ich auch so sagen.
Morgen ist dann um 10 Uhr dieses Dark World Structure Deck Turnier. Den wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, aber irgendwie sind die abhandengekommen in der Zeit hier. Ja, er hat auch mal was vergessen. Ja, hurra! Also wer da um 10 Uhr Lust hat oder so, kann da auch kommen. Da wird gespielt halt nur mit diesem Structure Deck. Eintritt ist 10 Euro, also der Eintritt ist praktisch der Preis von dem Structure Deck. Und zu gewinnen gibt es so eine Turniermatte. Die hatten wir euch auch schon mal gezeigt. Sehen richtig schick aus halt, ne? Jawohl, dann bis nachher. Kauft einfach die Batmaner und Jokers erstmal uns alle weg. Und dann gibt es morgen das nächste Angebot. Okay, danke.